Ja, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück zu Let's Play Grania 2. Uhuhu. Ja, oh mein Gott, ich weiß gar nicht mal, wo ich wieder anfangen soll. Was habe ich letztes Mal gemacht? Nicht viel. Und der Controller macht mal wieder einen Abgang. Boah, ernsthaft. Noch nicht mal 10 Sekunden wahrscheinlich am Aufnehmen. Und schon hat sich der Controller, weiß ich nicht, schon wieder auf die Socken gemacht. Es ist dann raus. Naja, was kann ich erzählen? Letztes Mal haben wir ja die Dunkelheit aus dem, naja, Kerker oder was auch immer, aus der geheimen Fabrik von dem König und dem Königreich von Cyrum, da haben wir die Dunkelheit aufgesucht und vertrieben. In Form von, Almas Clown oder holt dieser komischen Roboterfabrik. Das Resultat war aus, wir haben Tio befreit und ja, sie folgt uns jetzt, weil, sie nicht wirklich auf sich allein gestellt ist oder sein kann. Naja, und denkt, Merrick wäre jetzt ihr Boss. Und ja, so viel dazu. Und Warren ist jetzt der König. Gut, letztes Mal habe ich am Ende noch, wollte ich am Ende noch rausfinden, wie man Poffnatz kriegt. Und ich war schon gar nicht so verkehrt bei dem, nämlich müssen zurück zu dem Penner, zu dem, Straßenpenner von Sanktheim. Und den müssen wir, irgendwie fragen. Dann soll der uns angeblich eine Poffnatz gehen. Habe ich zumindest gelesen. Ja. Den Sohn, den werden wir auch treffen, aber irgendwie. Okay. Der gibt uns scheinbar keine Poffnatz. Vielleicht habe ich das auch verpasst und er hat sie uns nur gegeben beim, ersten Visit oder ersten, Aufenthalt hier in Sanktheim. Na gut. Kriegen wir von dem auch keine mehr. Bei dem Goldfischstand hätte man auch noch welche bekommen. Kriegen wir auch nicht mehr. Ich weiß nicht. Ja, jedenfalls jetzt gehen wir auf die Suche nach Lulus Bruder Malthus. Der gesagt hat, wir sollen zur Insel Galen kommen, um mehr über die Vergangenheit herauszufinden. Da sind wir alle ganz interessiert drin und bewegen uns jetzt deswegen zum Hafen, weil Warren uns da ein Boot gelassen hat. Gedrin. Naja, jedenfalls überqueren wir jetzt wieder ein Riesenmeer. Hoffentlich ist es nicht wieder voller Nixen und Fallen. Und hier soll es irgendwo einen Sohn geben, der zu diesem Penner gehört. Versuchen wir den mal zu finden. Wir haben ihn schon gefunden. Sehr gut. Der uns keine Poffnatz gibt. Cool. Er gibt uns alle doch keine. Habe ich irgendwas verpasst, falsch gemacht? Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls keine Poffnatz für uns. Ja, der Hafen. Juhu, nicht besonders groß und spektakulär. Wir müssen mit Captain Bacala reden, der vom Innenmaster gehört haben. Woher der das auch immer weiß. Captain Bacala müsste hier bei den Werften oder Docks irgendwo sein. Gehen wir mal hier lang. Und da scheint er zu sein. Yeah. Der neue König hat mich über euch, hat mir von euch erzählt. Ich bin Bacala, Kapitän dieses Schiffes. Ich werde euch zur Insel von Galen bringen. Arr. Das ist eine lange Reise über die Granaklippen. Arr. Und wenn wir erstmal den Hafen verlassen, können wir nicht umdrehen. Arr. Habt ihr es verstanden? Arr. Also, das ist mein Schiff. Es ist bereit, wie ihr seht. Wir können lossegeln, wann immer ihr wollt. Ja, warum nicht? Nun denn, es wird einen Moment dauern. Es wird nur einen Moment dauern. Was? Dieses Boot hat das, es hat die Nummer seiner Flotte auf sich. Vielleicht ist es die Nummer von Nummer 50 von 50 Schiffen insgesamt.
Oder vielleicht ist es eine Registrationsnummer. Ich sehe, wundert dich über die Nummern. Sie sind der Name des Schiffes. Sie wird die 5050 genannt. Das muss ein kulturelles Ding sein. Ach ja. Nun, alle Mann an Bord. Hoffen wir mal nicht, dass es zu 5050 uns zur Insel Galen bringt. Ich würde da gerne ganz ankommen. Und wir sehen nochmal die Flaggen, die ich jetzt morgen gehisst habe. Ja, das Königreich wird sich nun grundlegend verändern unter neuer Führung. Das hört sich nicht gut an. Ich dachte schon, es wäre wieder so ein Sturm. Das legendäre Geisterschiff. Irgendwie sieht das Ding aus wie so ein Vogel. Ich weiß es nicht. Wie ein, weiß ich nicht. Komischer, flugunfähiger Vogel. Was ist das? Judo, wo ist diese Insel von Galen? Sie ist nördlich des Kamelmeers. Gleich hinter den Granacliffs. Die Granacliffs? Wie sind diese denn im... Wie kommen diese denn ins Meer? Das Meer teilt sich in die Hälfte und zieht das Wasser in sich. Niemand weiß, was auf dem Grund ist, aber bestimmt ganz viel Wasser ist anzunehmen. Also, wie gelangen wir über die Granacliffs? Frag den Captain. Bakala scheint zu wissen, was er tut. Es sieht nicht... sie sieht nicht nach viel aus. Aber sie... Naja... Hat's, wo es drauf ankommt. Vertraut mir. Dieser Mechanismus ist mir unbekannt. Und ich würde nicht... nicht an seinen Zweck... Nee, ich würde seinen Zweck nicht verstehen, aber... Aber es ist ganz schön anstrengend den ganzen Tag. Ja, schöner Antrieb, nicht? Na, dieses Ding wird uns über die Granacliffs bringen. Wenn ihr müde wird, lasst jemand anderen pumpen. Wir müssen das für 5 Tage tun. Was? 5 Tage am Stück oder was? Na ja. Ich scheint über nichts auszumachen, nehme ich an. Theo, erinnerst du dich an irgendwas, was Melfis in die Klauen von Valmar, mit den Klauen von Valmar in dich getan hat? Oder in dich gebracht? Wie auch immer. Es scheint, als wäre ich seine, hätte ich seiner Stimme gefolgt. Ich hatte keine anderen Gedanken. Es war einfach, als hätte, wäre ich aufgewacht. Sonst sind meine Funktionen ganz normal. Was? Ich will Merrick ablösen. Ich war befohlen, die Fabrik zu beschützen und die Produktion der Automata zu überwachen. Und dann wurde alles von außen zerstört. Was, er sagte, ich habe nicht genug Kraft. Ich werde nicht in der Lage sein, das Heilige Schwert zu finden. Oder das Heilige Schwert zu benutzen. Also haben die Klauen uns... Was ist das? Melfis weiß vom Granner selber. Interessant. Das ist alle Informationen, die ich zurzeit habe. Sieht so aus, als würde selber's Prophezeiung
Leibe, was? Also wusste Malfoy davon die ganze Zeit. Sein Idol ist nicht das heilige Schwert. Was meinst du mit Idol, Viodo? Ach, nichts. Vergiss es. Ah, dieser eigene Unzufriedenheit mit seiner eigenen Kraft wächst wie der Hunger nach Zerstörung. Wie ein rasender Wolf wird er zurückkehren. Ich habe nur die Anweisungen befolgt. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Der Fehler liegt nicht bei dir. Aber wer dich benutzt hat, als eine Marionette, hat, ja. Wie viel zerstörerische Kraft war in dieser Anlage vorhanden? Wenn ich nur darüber nachdenke, bekomme ich Angst. Genug, um meinem Bruder glauben zu lassen, dass er Simon übernehmen könnte. Und mehr. Ah, ich nehme mal an. Oder nehme nicht an. Elena, geht's sehr gut? Es tut mir leid, Viodo. Ich wusste nicht, dass Schiffe so schleudern und wackeln. Nun, ich werde mit dem Captain reden und sehe. Ich werde mit dem Captain reden, um zu sehen, ob wir nicht irgendwo anhalten können. Tja, scheinbar ist Elena seekrank. Das ist nicht gut. Und Merrick ist immer noch am Pumpen. Sehr gut. Wo ist denn... Wir gehen an Deck. Cool. Aber ich will nicht das Deck schrubben. Und es regnet. Hurra. Ja, jedenfalls das Schiff ist nicht sehr groß. Wir können uns auch leider nicht umsehen. Das Wasser sieht immer noch aus wie in Granja 1. So ein bisschen. Und ja, viel können wir uns nicht umsehen. Es ist also kein Dampf. Ah, da ist schon wieder so viel Wind über den Granat. Da ist schon nicht wieder genug Wind über den Granatcliffs. Hör zu, Elena kann das nicht weiter aushalten. Wir müssen irgendwo anhalten. Ich denke, wir haben keine andere Wahl. Die Cecil Riffs sollten hier irgendwo sein. Wir werden sie dorthin bringen. Oh ja, dieses Riff habe ich noch in Erinnerung. Könnte lustig werden. Dieses Schiff. Kann es mir nicht erklären. Sieht irgendwie lustig aus. Und wie zum Henker kann er das Vieh so genau steuern? Das ist doch ein halbes Segelschiff, oder nicht? Mit Raketen hinten dran. Oder was? Captain Bacala sieht also irgendwie anders aus als auf seinem Bild. Das ist auch ein bisschen komisch. Elena, es wird ja gleich besser gehen. Wir sind an Land. Es tut mir leid. Ich fühle mich immer noch ein bisschen komisch. Captain, es ist, ich denke, es ist das Beste, wenn wir uns hier ein bisschen ausruhen und, wenn wir uns hier ausruhen und es hier im Magen ein bisschen besser geht. Okay. Aber bleibt in der Nähe. Wir wollen nicht, bleibt in der Nähe. Wir werden abreisen, sobald der Wind wieder ein bisschen zulegt. Okay, wir werden hier bleiben. Heute Nacht. Du wirst dich nicht über weiteres Bettschaukeln, Gedanken machen müssen. Das wird toll sein. Naja. Ja, aber... Die Insel hier beherbergt noch ein bisschen mehr. Und wir können auch nicht aufs Schiff zurück, weil Bacala uns den Weg versperrt. Hurra. Ich werde auf euch warten.
Komm zurück, wenn der Wind zulegt. Nun gut. Optionaler Dungeon kann man das nicht wirklich nennen, oder? Auch wenn die Musik... Ja, die Musik hört sich freundlich an. Und wir haben nur Back. Schön. Ja, sehen wir uns doch einfach mal um. Vielleicht finden wir irgendwas wie den Krempel da. Oh nee. Sind da wieder Gegner drin? Oder Nüsse? Diese Steine sehen komisch poliert aus. Vielleicht sind es auch Perlen. Ich rieche nicht den Duft der See auf ihnen. Bitte, genug von Stein und Gerüchen. Lasst mich ausruhen. Okay, okay, wir sind vielleicht nur über irgendwas Widiges gestolpert. Aber unsere Prinzessin braucht halt ihren Schönheitsschlaf. Ach ja. Solche Sprüche, die hat er schon lange nicht mehr gerissen. Und irgendwie glaube ich nicht, wenn ich diese Löcher da sehe, dass das Steine sind. Naja. Wir werden alles noch herausfinden. Was ist jetzt los? Oh, mehr Steine, ne? Und keine Musik? Hallo? Wir sollten für heute Nacht hier bleiben. Lasst uns hier campen. Mit eurem Zelt, was... Wie aus dem Nichts wieder auftaucht, oder wie? Nee, doch kein Zelt. Cool. Elena, zuliebe von... ich wusste nicht, dass du so viel Essen dabei hattest. Achso, nein, ich wusste nicht, dass du so viel Essen auf einmal essen kannst. Da hast du überhaupt gekaut, bevor du es geschluckt hast? Was? Ja, ich fühle mich viel besser, ohne dieses ganze Schaukeln. Auf dem Boot zu sein, hat mich ein bisschen krank gemacht. Judo, was denkst du, wird deine Familie sagen, wenn du zurück bist in deiner Heimatstadt? Nun, ich denke, sie werden die Bedeutung von dem Wort Familie... nun, ich weiß noch nicht mal die Bedeutung von dem Wort Familie jetzt. Nee, okay. Na gut, wenn man das mit seinem Bruder berücksichtigt, kann man Yolo verstehen, nicht? Meine Eltern starben, als ich klein war. Okay. Referenz zu wem? Bitte? Naja, ich kann mich nicht mehr an sie erinnern. Mich und meinem Bruder Melfis, wir wurden von dem Dorfältesten aufgezogen. Was, das war schon? Kleine Runde, wa? Judo, wirst du gegen deine Familie kämpfen? Aber du wirst nicht mit deiner Familie leben. Das verstehe ich nicht. Judo, planst du immer noch, deinen letzten verbleibenden Angehörigen zur Strecke zu bringen? Melfis verdient nichts, außer pure Zerstörung. Wenn wir ihn nicht aufhalten, wird seine Kraft überall, wird er seine Kraft woanders verwenden. Ja, scheinbar haben wir alle Dialoge durch. Gut, dann war's das. Melfis ist nicht länger mein Bruder. Er ist noch nicht mal mehr ein Mensch, er ist einfach nur Valmars Diener. Oh, was ich mittlerweile weiß, ist... Oh, neuer Skin von Judo. soweit ich weiß, naja, wie auch immer, lass uns ein bisschen Schlaf kriegen. Gut. Und keine tolle Musik. Wo sind denn jetzt alle hin? Hey, wo ist Elena? Sky, hast du sie gesehen? Ja. Ich habe sie dort drüben gesehen. Großartig. Vielleicht füttern sie die Fische wie ein Muttervogel. Sky.
Ich denke nicht, kluger Junge. Jedenfalls, ich wollte dich etwas fragen. Ja, was denn? Wen magst du mehr, Elena oder Milenia? Ah, verdammt geil. Was ist das für eine Frage? Das ist ein Job. Erinnerst du dich? Ich kann keinen von den beiden ausstehen. Ja, aber warum machst du dann den Job? Oh. Ah, ich wünschte, er würde aufhören zu schnarchen. Ich kann so nachts nicht schlafen. Ah, ich wünschte, ich wüsste, wie Tio das nur aushalten kann. Warum braucht Tio überhaupt Schlaf?